Der BW Kälteschutz bzw. Bundeswehr Unterziehjacke. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dort dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du eingeschaltet hast und du siehst schon, ich habe dieses wunderbar kleidsame Kleidungsstück bereits an in dieser herrlichen Farbe. Ja, das hier ist der BW Kälteschutz bzw. Bundeswehr Unterziehjacke. Manche von euch kennen das vielleicht noch aus ihrer Bundeswehrzeit. Das ist sozusagen ein Layer, um deine Wärmeisolation zu erhöhen unter deiner Jacke. Natürlich werde ich noch auf die Vor- und Nachteile und mein Fazit zu sprechen kommen. Vorher möchte ich aber wie immer mit euch die harten Fakten durchgehen. Wir haben hier als Materialien verbaut Polyester und Polyamid, ungefähr 50-50, das eine ein ganz klein bisschen mehr. Die Funktionsweise dieser Unterziehjacke ist ein bisschen wie ein Schlafsack. Ne? Ihr seht hier diese aufgenähten einzelnen Kammern, die kann man sehr gut zusammendrücken, so wie man diese ganze Unterziehjacke an sich sehr gut zusammendrücken kann, um dann es besser verstauen zu können. Wir haben einen sehr hochschließenden Kragen, was mir gut gefällt. Der ist eigentlich fast schon ein bisschen zu hoch. Ne? Ihr seht das hier, wenn ich den ganz bis nach oben zumache, dann kann ich da wirklich viel sozusagen schon drunter verstecken. Das ist sehr praktisch, wenn man natürlich hochgeschlossen sein möchte aufgrund des Windes etc. Wir haben hier vorne, sehr praktisch, es ist aber auch die einzige, so eine kleine Brusttasche, wo so ein bisschen was reinpasst. Das ist aber nicht mehr als Identitätssachen, vielleicht nochmal ein Stift etc. Aber sie ist da, sie ist durchaus praktisch, sie hebt sich natürlich optisch ab. Aber man muss dazu sagen, diese ganze Unterziehjacke ist natürlich nichts, was jetzt optisch wunderbar hervorsticht, womit man ausgeht. Wir haben Ärmelbündchen, sehr schön, so schließt das hier gut ab. Der BW Kälteschutz ist äußerst lang geschnitten, das heißt, er geht noch unters Gesäß sozusagen drunter. Ihr könnt da natürlich auch ein bisschen gucken. Ich trage jetzt die Größe 19 bei 1,94 Meter Größe. Das ist die zweitgrößte Größe, die es überhaupt gibt, weil mir an sich sehr lange Klamotten sehr gut gefallen und das Ding geht schon jetzt ziemlich weit darunter. Unten haben wir außerdem auch noch einen kleinen Kordelzug, einen Bund sozusagen, womit wir ja, diesen ganzen Bereich hier unten schließen können, damit nicht so viel kalte Luft runterkommt. Hier nochmal in der Innenansicht seht ihr, es ist ein bisschen anderes Material, als das auf der Oberfläche der Fall ist. Das ist ein bisschen kuscheliger, ein bisschen angenehmer, möchte ich sagen, das direkt auf der Haut zu haben, als dieses Außenmaterial. Und alles in allem ist die Unterziehjacke sehr kuschelig, wie ich finde. Sie kostet, je nach wieder Zustand, das kommt ganz drauf an, natürlich ungefähr bei 20 bis 40 Euro. Ne? Das hängt, wie gesagt, von der Gebrauchtqualität ab. Ich glaube, für die hier habe ich 30 oder 35 bezahlt und die kamen in 1A Top-Zustand an. Höchstens mit ein bisschen Magazinfettgeruch von der Lagerung noch dabei. Ging aber beim Waschen relativ gut raus dann. Ein kleines Feature, was ich vergessen habe, ist, dass hier automatisiert einfach solche Löcher drin sind, ja, dass das so genäht ist, dass du hier einen kleinen Schweiß, ja, Belüftungslöcher im Endeffekt hast. Was ich sehr praktisch finde, denn es ist ja nicht als äußerste Schicht gedacht, sondern nur als Unterschicht. Und bei jeder Unterschicht macht das durchaus Sinn, dass man da solche Belüftungslöcher hat. Jetzt vielleicht nicht beim T-Shirt, also beim untersten, aber bei einer wärmenden Zwischenschicht macht das sehr viel Sinn. Was ist denn der Vorteil vom BW Kälteschutz, wie ich ihn jetzt gerade anhabe? Ja, viele kamen natürlich auch schon bei der Aufzählung der harten Fakten durch. Mir gefällt besonders gut, dass es sehr lang geschnitten ist. Das wird bei vielen Sachen nicht gemacht, denn je mehr X'e drankommen, habe ich das Gefühl, desto breiter werden die Sachen im Fachhandel nur und nicht länger. Aber ich brauche auch mal ein bisschen längere Sachen. Und ich finde, wenn es um Kälte geht, dann allgemein macht Länge auch einfach Sinn. Nicht umsonst in Neuseeland etc., dort schneiden die Leute auch sehr lange. Ich verstehe nicht, warum wir das hier nicht machen. Aber gut, ne? Dann müssen wir uns halt, wenn wir was Vernünftiges für Outdoor haben wollen, halt auch vernünftig umgucken. Weiterer Vorteil ist, das Ding hält schon ordentlich warm, wenn man es nochmal unter eine andere Jacke drunter packt und kann dann gleichzeitig noch sehr gut komprimiert irgendwo reingestopft werden in den Rucksack. Ein bisschen wie so ein Schlafsack, hatte ich ja schon mal erwähnt. Ich habe schon mal überlegt, ob es vielleicht sogar noch Sinn macht, einen kleinen Kompressionssack zu besorgen, um das Ding noch besser ja, verstauen zu können in irgendeiner Seitentasche. Ansonsten ist das ganze Ding einfach abgestimmt auf Kälte, um vernünftig zu sein. Es schließt hoch auf, es kann an allen Ecken und Enden zugemacht werden. Die Ärmelbündchen sind klasse. Einfach ein super Produkt, wenn man was Vernünftiges haben will zum Unterziehen, um eins zu wärmen. Und
Es ist natürlich nochmal sozusagen eine kleine Extrajacke. Das heißt, wenn dir mal bei Camparbeit zu warm wird, kannst du auch einfach die oberste Schicht ausziehen und hast hier immer noch sozusagen eine kleine Jacke an, mit der du dann im Camp deine Arbeiten machen kannst. Und hier hast du natürlich auch noch eine kleine Tasche, sodass du da auch nochmal was Kleines reintun kannst, wenn du deine oberste Schicht sozusagen nicht mehr anhast. Ein Nachteil vom BW-Kälteschutz ist, ja, da fällt mir eigentlich nur seine Optik im Endeffekt ein, weil natürlich ist das Ding nicht besonders hübsch. Es erinnert mich ein bisschen, ich bin im Mittelalterbereich tätig, an den Gambeson, also das, was man unter ein Kettenhemd anzieht. Und ähnlich, ja, ist das einfach aufgebaut von diesem ganzen Kammernsystem, was hier verwendet worden ist, von der Länge und so weiter und so fort. Es ist einfach nicht besonders hübsch. Aber das interessiert mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, also habe ich eigentlich überhaupt nichts an dem Ding zu meckern. Schön wäre natürlich vielleicht nochmal eine Farbauswahl oder so, aber ja, das ist halt für die Bundeswehr konzipiert. Ich kaufe was Gebrauchtes von der Bundeswehr. Vielleicht stellt Leo Köhler ja irgendwann mal was Rotes davon her, dann bin ich auch vielleicht mal geneigt, vielleicht für die Stadt oder so zum Unterziehen nochmal eins extra zu kaufen, aber ansonsten, mein Gott, ich habe nichts zu meckern, ist ein geiles Teil. Ich hoffe, das Video über den BW-Kälteschutz hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Wenn du noch Ergänzungen hast oder einfach mal von deinen Erfahrungen bei der Bundeswehr oder im privaten Bereich vom Kälteschutz erzählen möchtest, dann schreib es doch gerne unten in die Kommentare, dann können wir alle davon profitieren. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos über Ausrüstung natürlich und unten in der Videobeschreibung alle Infos, die du brauchst. Wenn mal nicht, schreib was unten in die Kommentare rein, kann ich antworten. Super. Ansonsten sage ich bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.